Komm, bitte seh mich nicht. Der sieht mich nicht, oder? Ich schwöre, mein Herz ist am Klopfen. Oh, schalt das Ding jetzt bitte nicht aus. Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Outlast hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, der erste Part war schon richtig gut gewesen. Das muss ich echt sagen. Wir haben schon einiges gesehen. Wir sind hier oben aus dem ersten Stock rausgeworfen worden. Wir haben uns einmal richtig kräftig erschreckt. Und gegruselt auch noch dazu. Genau, ich finde, bis jetzt ist das Ganze richtig gut aufgebaut. Stehen geblieben sind wir hier an dieser Stelle eigentlich, mit dem Typen im Rollstuhl. Hier unten waren wir auch schon gewesen, da kommen wir noch nicht durch. Und, genau. Ah, das wieder, ich weiß gerade nicht, wiederholt sich das jetzt gerade an der Stelle? Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Zeig mal her. Nee, hier war ja die Tür zu gewesen, ne? Das war ja so gewesen. Warte mal. Ich habe ja eigentlich abgespeichert. Zeig mal her. Geht die Tür wieder zu? Die Batterie haben wir. Nee, dann passt das. Okay. Es ist alles so, wie es sein soll. Und ich bin echt gespannt. Ich glaube nicht, dass es noch, sage ich jetzt mal, sanfter wird. Sondern eher nur noch schlimmer. Aber gut. Da war... Ah ja, genau. Das war gewesen, dass wir die Sicherheitskarte für... den Sicherheitsraum benötigen. Oh, aber auch die ganzen Geräusche und die ganze Kulisse, wo hier aufgebaut worden ist. Der Typ ist hier reingelaufen, ne? Ich find's auch cool, wie der so die Hand hier dran hält, wenn man um die Ecke so leicht gucken möchte. Ich meine, dafür, dass das Spiel von 2013 ist, echt Hammer. Scheiße. Der ist ja komplett im Arsch. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Markov Corporation erforderlich. Das Profitpotenzial vom Project Wallrider oder Wallrider verbleibt unverändert hoch. Die vier Todesfälle enthalten ausreichend uneindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handlung des Beweismaterials zu unterbinden. Projekt Wallrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weitere Verluste. Was die bereits Verzeichneten betrifft, so ist das familiäre sowie seitens der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten derartig gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt unter den Patienten steigt, je weiter sich die morphogenetische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert. Doch eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Hochachtungsvoll, Helen Grenard. Markov Schadensabteilung. Also die probieren das hier richtig so ein bisschen unter den Teppich zu kehren, beziehungsweise es interessiert sich auch wirklich nicht einer für die Toten. Aber die reden bis jetzt, darf ich nochmal schnell gucken, die reden bis jetzt von nur vier Toten, gell, in dem Schreiben. Wo steht das? Ich dachte, da stand was von vier Toten, aber okay. Ich sage euch, die Texte manchmal zu lesen, ist richtig. Super. Hallo. Oh, da hinten steht doch der Rollstuhl jetzt, oder? Und die Tür da hinten ist offen. Scheiße. Erstmal gucken wir nochmal hier.
Okay. Ist halt auch richtig krass, ne? Guck mal, oh Scheiße, da hinten ist was. Hä? Okay, warte, da stimmt was nicht. Nee, der Rollstuhl war die ganze Zeit schon dort, oder wie? Und bei dem da hinten hat es den Rollstuhl erst jetzt geladen. Okay. Ich dachte jetzt echt, der Typ wäre hierher gefahren und dem... Jetzt ist aber die Frage, wo wir hin müssen als nächstes, ne? Haben wir eine Karte? Nee, haben wir nicht. Wir brauchen auf jeden Fall, denke ich, die... Ah, hier kommen wir rein. Die Karte für den Sicherheitsraum. Scheiße. Ein paar Batterien wären jetzt nicht schlecht. Ich hab... Ich hab keinen Bock, dass mir die Batterien leer gehen. Halte Q oder E gedrückt, um dich zur Seite zu lehnen. Oh, okay, verstehe. Nicht gut, der Typ, der lebt ja noch, Mann. Der steht ja 100 Pro auf. Hallo? Erstmal alles abchecken, dass hier nichts ist. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Bruder. Alles okay? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Der steht doch gleich auf, Mann. Der steht doch sicher gleich auf. Hä? Dem scheint's ja nicht mehr so gut. What the fuck? Was ist das? Darf ich mal lesen? Notiz. Eine Reihe gebrochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist, aber sie sind nur noch eine leere Hülle. Oder nur noch eine Hülle. Aber... Machen die was, wenn ich jetzt da reinlaufe? Ich speichere mal ab vorher. Na gut, kann ich nicht. Hallo? Oh, ihr habt kein... Oh, warte, da ist ja noch einer. Hallo. Oh, die Musik gefällt mir gerade gar nicht. Warte mal, wo ducke ich mich denn nochmal? Komm schon, rein da. Oh, Leute. Also unser guter Freund hier, der muss ja seinen Job echt lieben, dass der das hier durchzieht. Ich würde mir einfach das nächste offene Fenster suchen, die Scheibe einschlagen und einfach abhauen. Was haben wir? Oh, wir haben die Karte gefunden. Haben wir noch was? Gesammelt die Wände, dann ist das Block aktualisiert, okay. Also warte, wir gucken mal kurz. Inventar, die Schlüsselkarte für den Sicherheitsterminal. Da wissen wir, wo wir hin müssen. Ich
bin gespannt, ob wir da echt ohne Probleme einfach jetzt zurückkommen. Die stehen doch jetzt 100 pro auf. Bitte lasst mich einfach in Ruhe. 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 Und tschüss. Du auch. Scheiße, Mann! Lauf, 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 lauf! Oh Mann, ich hab's genau gewusst. Oh, ich konnte nicht mal richtig lesen, was der gesagt hat. Irgendwas mit, der Doktor ist tot, reißen Sie es raus, irgendwie sowas. Ich muss mir das im Nachhinein nochmal angucken. Ah, wenn man beim Laufen, was, Q oder E drückt, kann man nach hinten schauen. Ja, schön, dass ich die Informationen jetzt kriege. Heißt es, mir rennt gleich einer nach, oder was? Oh, mein Gott. So. Zumachen. Können wir bitte abschließen? Geht nicht. Ich würde mich hier einsperren. Ich würde mich hier einsperren. Sie lügen. Also warte, hier gehen wir dann gleich dran. Ich möchte nur erstmal den Raum noch erkunden. Was haben wir hier? Das sind alles die Räume, wo wir aber schon kennen, oder? Och, man kann sich sogar verstecken. Okay, also hier gibt es nichts mehr zu sehen. Oh oh. Oh nein. Wir müssen den Generator im Keller neu starten. Habt ihr den Schatten gesehen? Warte! 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 Mann, wie soll ich denn da entkommen? Scheiße! Ich muss an dem vorbeirennen, oder? Warte, wo war der Keller? Rechts und dann runter. Der war doch unten, oder? Komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her. Also. Na los, mach auf. Lauf! Okay, vielleicht müssen wir hier an der Wandseite stehen. Ich probiere mal hier zu stehen. Oder warte, hier. Scheiße, nee, warte, hier auf der Seite probiere ich zu stehen. So. Und wenn der reingeht, der steht ja dann vielleicht hier und vielleicht schaffe ich es dann gerade rein. Los! Jetzt! Nein! Abgerissen. Wie komme ich denn an dem vorbei? Ah, logisch. Im Schrank verstecken.
Hau ab! Gespeichert. Boah. Mittwoch, den 10. Februar 1954. Erstens, Text gekürzt. Es wurde eine Posthypnose der vorangegangenen Nacht, Finger zeigt, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Percy fielen sofort ohne weitere Anweisung in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Percy wurde dann angewiesen, sie hätte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, all ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Zweitens, Miss Percy führte diese Anweisung genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Percy wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber in ihrem wachen Zustand nicht berühren oder zum Therapeuten entgegennehmen wollte. Oder vom Therapeuten entgegennehmen. Sie stritt den vorgegangenen Vorfall vorhebend ab. Also anscheinend wirkt sich die Therapie auch auf, wie soll ich das jetzt sagen? Auf all möglichen, ich sag mal, Normalzustände des Körpers wirkt die sich aus. Ja, die werden halt einfach so Art wie Zombies, ne? Haben wir hier noch irgendwas versteckt? Hä? Warte mal. Ah, da muss ich dann drüber. Okay, aber ich will erstmal noch hier hinten gucken. Es geht hier immer noch um Batterien, die ich benötige. Wir müssen sparsam sein. Oh, ich sehe nichts. Was ist denn? Was ist das? Hier liegt sicher mal, oder hier hängt eine Leiche. Schalten Sie beide Gaspumpen ein und bestätigen den Hauptschalter, um den Generator neu zu starten. Also links und rechts die Gaspumpen hier einschalten, oder was? Aber da hat ja irgendeiner geredet. Hier ist doch wer. Wo schalte ich die denn ein? Oh Mann, ich muss mich beeilen, ey. Mann, ist das... Was meinen die denn mit Gaspumpen einschalten? Die hier oder was? Ja,
ich weiß, wir haben nicht mehr viel Batterie, aber ich habe ja noch 5 Stück in Reserve. Alles gut. Ah, hier Pumpenraum. Also hier schalten wir eine ein. Oh, man kann es auch übertreiben. Haut auf das Ding da drauf. Als wäre das eine Pinata. Wo sind... Oh nein. 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 Schnell Batterie wechseln, sonst sehe ich nichts. Ducken. Komm, bitte seh mich nicht. Der sieht mich nicht, oder? Ich schwöre, mein Herz ist am Klopfen. Oh, schalt das Ding jetzt bitte nicht aus. Hau ab! Oh. Also wir müssen jetzt rüber in den anderen Raum, die Gaspumpe aktivieren und dann in der Mitte den Generator aktivieren, oder was? Wo ist der? Wo ist der? Ich weiß nicht, wo der ist. Rechts oder links? Von ich weiß nicht, wo der andere... Von ich weiß nicht, wo der andere Raum ist. Wegen den Gaspumpen. Ist der da hinten? Oder ist der da? Oh nein. Der kommt. Oh, der hört uns. Nicht bewegen. Wo kommt der? Scheiße, ich weiß nicht, wo der andere Raum ist. Wir hätten erstmal gucken sollen. Wollen wir da reingehen? Oder ist... Komm, bitte, ist hier der Raum. Ja. Hör auf zu piepen. Nee, Quatsch, von hier sind wir gekommen. Och nö. Komm, wechsel. Der ist vor uns. Ich glaube, wir müssen hier rein. Oder ich laufe jetzt trotzdem noch mal eine Runde. War hier auf der rechten Seite noch eine Tür? Nee, doch. Hier. Das ist eine andere, ne? Ja. Ich hätte mir vorher den Raum angucken müssen. Wo ist der Typ? Warte, wo könnte ich mich verstecken, wenn ich den Knopf drücke? Haben wir hier Spins? Ja. Los! Los! Okay. Das haben wir geschafft. Jetzt muss ich nur noch den Generator aktivieren. Der ist hier drin. Okay. Der macht die Spinne auf. Okay, jetzt müssen wir nur noch den Generator in der Mitte aktivieren. Genau da, wo der jetzt ist. Können die im Dunkeln sehen?
Am besten warte ich, bis der da hinten in den Raum reingeht. Müssen wir da überhaupt hin? Eigentlich müssen wir ja wieder zurück, oder? Wenn der Generator aktiviert ist, oder? Nein, wir haben keine Batterien mehr. Jetzt muss ich schnell machen. Ich weiß nicht, wo er ist. Habe ich doch gemacht. Warte kurz. Es steht nirgends hier. Ich hab doch... Der schaltet die aber nicht wieder ein, oder? Och nö, Mann. Sei doch jetzt nicht so ein Spielverderber und geh genau dahin. Ja, ein Geist. Ach, verpiss dich. Ach Gott. Oder sind wir von hier? Was ist hier? Komm bitte, ich brauche eine Batterie. Was mache ich denn, wenn ich keine mehr habe? Ah, ich habe schon noch ganz wenig Licht einfach. Ist das aber nicht dein Ernst? Ich habe doch die geilen... Eine Batterie! Das ist der Schalter! Nee, Quatsch. Ah, wir sind im Kreis gelaufen. Noch eine Batterie. Okay, Leute. Ich glaube, ich werde an der Stelle den Part jetzt beenden, sonst geht das Ganze zu lang. Ich will die ja nicht zu lang machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich wieder über ein positives Feedback freuen. Ansonsten hoffe ich, ihr schaltet morgen auch wieder ein. Ich mache auf jeden Fall noch weiter und habt einen schönen Abend. Euer Nier. Ciao.